Ja, was war das denn für eine komische Begrüßung? Ja, Halli und Halli, die komische Begrüßung hier. Hallo, aber das schneiden wir nicht raus. Lassen wir alles drin. Hallo und herzlich willkommen jetzt, verdammte Axt, nochmal zu Air Hockey Icon City 2. Wir haben das ja schon mal gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und deswegen starten wir jetzt einfach noch eine Runde. Start. Das letzte Mal waren wir ja bis Runde 5 oder so gekommen wieder. Okay. Spiel, okay. Was ist das denn jetzt hier? Also oben rechts steht die Zeit. Unten ganz rechts stehen die Level. Für alle, die das letzte Mal nicht dabei waren, welcher Level wir gerade sind. Genau, Level ist das untere, das obere sind die Tore. Links ist bei mir das obere die Tore und das andere die Punktzahl. Die Punktzahl kann ich erhöhen, wenn ich noch diesen Stern da einfangen und ich glaube auch, wenn ich höher gewinne oder so. Das weiß ich aber alles nicht genau. Und die Zeit läuft noch ein bisschen. Wir holen jetzt erstmal noch den Stern und machen dann ein Tor. Oder auch nicht. Also wie gesagt, man steuert das hier nur mit der Maus. Das ist ein ganz witziges Spiel. Es macht mir sehr viel Spaß. Und jetzt ist auch gleich die Zeit noch beendet. Können wir noch Stern oder ein Tor kassieren? Oder ja, ein Tor wenigstens noch. Und Stern auch noch, ja, wer sagt's denn? Und sogar noch ein Tor, das ist ja mit dem Schlusspfiff gleichzeitig ready for your next Gegner. Auf jeden Fall, get ready. Hoppala. Zack. Eigentor. Ich wollte eigentlich so zu diesem Stern da leiten. Tor. Jetzt können wir auch noch den Stern da holen. Tor. Oder Punkt oder wie auch immer. Tor, Goal. Punkt. So, Sterne einfangen hier und wieder. Ja, die ersten Gegner, das kennen wir noch vom letzten Mal, sind nicht so stark. Also ungefähr gleich gut wie ich. Also eigentlich total schlecht. Online wäre das ja auch nochmal witzig, wenn das hier so ein Online-Feature hätte. Wieso stellt der da jetzt links? Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Nächster Gegner, ja, bitte, ich bitte darum. Rosa. Jetzt wackelt hier das Bild noch. Sorry. Sorry, liebe Freunde, sorry. Aber ich bin halt ein crazy Dude. Oh Gott, crazy Dude. Ich kann jetzt mal gegen Tor losbleiben. Das wäre doch mal was Feines. Punkt. Punkt. Oh, 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 der war's auch. Mann, das war's wieder mit dem Gegentorlos hier von wegen. Der weiß auch nicht so ganz, was er da vorhat. Irgendwie der Typ. Naja, also get ready auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt der Hut. Level 4 ist das schon. Sind wir jetzt mal auch Level 4 rausgeflogen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, ja, da macht er ein Eigentor. Ja, wer sagt's denn? Oder sind wir noch eine Runde weitergekommen? Ich hatte immer die 5 im Kopf, aber ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. Naja, aber der kann das nicht gewesen sein. Der ist nicht so übermächtig, als dass ich dann gegen den verlieren würde. So, eins. Oppala, Mann, ich will auch mal einmal ohne Gegentor verbleiben. Ey. Mistig. Punkt. Oh, naja, 7-1. Und das, wo vielleicht noch 10 Sekunden zu spielen sind. Das 4, 3, 2, 1, Punkt. 8-1, 8-3, 8-4, 8-3. Ja, 8-3, das ist doch in Ordnung. Ready for your next. Ja, bin ich. Ready. Ach ja, der Goldene war das, genau.
spielst ganz defensiv. Nee, das ist auch langweilig. Oh nein. Nein, Mann. Ja, Punkt. Also, sorry, liebe Freunde, wenn ich hier nicht ganz so viel rede, aber das gibt's doch nicht. Aber ich will halt auch diesen Endboss hier besiegen. Oh, das gibt es nicht. Ich bin doch auch... Na, jetzt haben wir den schon, sind wir schon wieder bei dem hängen geblieben. Es ist schade, YouScore 2008. 888. Schade, 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 liebe Freunde, schade. Ich hätte mir gewünscht, dass, dass diese Runde ein bisschen länger wird, aber naja, vielleicht hat es euch, hoppala, vielleicht hat es euch trotzdem gefallen. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Ich freue mich über ein Abo, über einen Daumen nach oben, über eine Bewertung, über konstruktive Kritik, was auch immer, was euch da einfällt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Wäre geil, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch was, macht's gut, ach was, macht's besser in diesem Sinne. Tschüss, ciao.